So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. So. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht so von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, sie hat... Ah ja, stimmt. So, das kennen wir ja. Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück. Ich kann also nicht... Ich kann also nicht hin und her reisen, ne? Oder? Doch, das geht wieder. Ich würde gerne ein bisschen Zeit im Raum der Wünsche verbringen. Weil ich glaube, ich brauche noch ein paar Tränke. Ich sollte Sirona in den drei... Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich glaube, ich kriege jetzt ganz viele Sachen. Okay. Ich brauche einen Mega-Power-Trank. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Das ist doch schon mal gut. Diptam, Diptam, Diptam. Ja, das gefällt mir persönlich eigentlich relativ gut. Jo, das passt. So. Ich habe jetzt natürlich wieder massiv viele Aufträge bekommen. Das ist natürlich noch die Dingsbums. Kaufe eine Besenverbesserung bei Alan Weeks. Dann machen wir das doch mal. Gerade von Hogsmeade. Na gut, ich habe keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Was ich da mit der Dingsbums so machen konnte. Gut. Aber wir wissen ja, wo wir lang müssen. Also diesbezüglich passt das schon mal. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Schon Mikrofonständer. Es ist so nervig wirklich. Es ist wirklich nervig. Ja, ich versuche einfach von diesem Kondensatormikrofon wegzukommen, weil sie einfach abfacken. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Dann hättest du mir die Besenverbesserung doch... Aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Nee, dann hättest du mir die auch gratis geben können. Vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Arendelle gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Das ist doch schon mal super. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Ja, ja. Und dann geht's los. So, Konkurrenz wegwerfen. Ja. Ja, das mache ich auch. Weißt du was? Wir machen es anders. Dann auf zum Wettflug.
Oh nein, kann ich nicht. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte fliegen. Ich dachte, ich könnte mit dem Besen da jetzt hinfliegen. Warum kann ich das nicht? Warum ist das ausgegraut? Karte von Hogwarts. Belohnung Alohomora. Hier, ne? Unterricht Tierwesen. Da hinten! Holy moly! Ne, da mach ich eine andere. Da mach ich erstmal eine andere Quest. Akio-Duellbrett. Nee. Brauche ich auch nicht. Sammle Trollpopel. Die Frage ist, wo finde ich Trollpopel? Ich habe keine Ahnung. Wo finde ich Trollpopel? Kleines Banditenlager. Handbuchseiten. Schatzgewölbe. Warte mal. Möchte, dass ich die Pulse im Einsatz von einem levierten Gegner erprobe. Ich soll auch etwas Trollpopel sammeln. Was bedeutet, dass ich einen Troll finden und besiegen muss, um die Aufgabe zu erledigen. Mein Handbuch wird mich durch die Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Schaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Das ist doch schon mal eine Sache, die könnte doch schon mal ganz gut sein. Warte mal, Unsichtbarkeitstrank. Da habe ich doch auch wieder nicht. Sag mal, bin ich blöd? Also das schon, aber... diese ganzen Zusatzaufgaben. Wenn ihr Mosa Tentukula. Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Das klingt doch spaßig. Ich weiß auch, wo das zu finden ist. Ich frag mich nur, warum ich... Ah, hier. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Mache ich das mit dem Besen? Okay. Doch mehr als gedacht. Sind es überhaupt die richtigen? Sind nicht die richtigen. Okay, schade. So. Ist noch einer. Na komm, du Lümmel. Yes. Und weiter geht's. Ah, stimmt. Ich hab meinen... Entschuldigung. Okay, den Probo kann ich sozusagen nur bedingt einsetzen. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber es ist cool, also das Fliegen gefällt mir sehr gut. Also ich finde es gut, dass sie sich dazu entschieden haben. Ich weiß jetzt auch, wofür die Dinger sind. Das ist auch nicht schlecht.
kann jetzt auch theoretisch die gesamte Burg erkunden und überall mal gucken hier, wo man überhaupt hochkommt und so ein Kram. Das ist doch schön. Irgendwas hier auf dem Quidditch-Feld, wurde gesagt. Okay, ich muss da nur berühren. Ich muss eigentlich mit Vollkaracho durchrattern. Das gefällt mir schon mal super. So, wo ist der letzte und der nächste Ballon? Düt, düt, düt. Boah, ich muss mir unbedingt mal andere Kopfhörer holen. Großartig. Super, Herausforderung abgeschlossen. Kehre zu Madame Magawa Kugawa zurück. Dann machen wir das doch mal. Aber mit dem will ich nochmal. Los, duellieren wir uns. Lust auf noch eine Runde? Dann mal los. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. So. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Ein Kinderspiel. Akio. Au. Waren es 50? Das war ja unglaublich. Akio. Geil. Aus dem Handgelenk. So. Nein! Ach, komm schon. Akio. Sehr gemein. Übertrifft das mal. Fucking Cheater. Akio. Ah, Glückstreffer. Alter, das war voll der Cheater. Der ist ein... Wie geht das um die Kurve? Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch dein Maul, Cheater. Ich bin jederzeit bereit. Fuck. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Ich brauche nicht mehr Übung, ich brauche jemanden, der ehrlich gegen mich spielt. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Ich finde es halt schade, dass man irgendwie... Der macht bis auf 10 Punkte... Macht hier gefühlt alles perfekt. Sind jetzt schon 50. Ein Kinderspiel. Ach hier. Wie machst du das? Ach hier. Guck, wie geht das? Verstehe ich jetzt nicht. Aus dem Handgelenk. Du bist gar nicht übel. Akio. Der Stab ist ausgerutscht. Ja, ja, genau. Hat wohl deine Cheat Engine nicht funktioniert, hä? Du auf dem Scheiße. Akio. Fuck. Ist das ein Gleichstand? Gut, du hast mich besiegt. Ich weiß. Ah, doch. Okay, das ist cool. Ich hatte aber Glück gehabt, dass deine Kugel auch rausgefallen ist. Du hattest nur Glück. Ja, genau. Weil deine Cheat Engine.
Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Warum ist der so gemein? So, ich würde aber gerne weiter... Warum bleibt die andere Aufgabe nicht aktiv? Das ist komisch. Warum bleibt die Aufgabe von der Dame nicht aktiv? Die ist da oben. Okay. Ich hätte gedacht, ich muss da nochmal mit dem Besen reiten, aber... Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Ach, verdammt. Revelio. Erstmal das Zeug wegnehmen. Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger energisch sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich drauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Mathilda Weasley. Aha. Liebe Madame Kogawa, ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Haus-Pokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten. Und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley bestätigte darauf, dass wir dem Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar eine herausfordernde Übung für mich entwickelt, aber nichts davon ist dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie stehen inständig. Können Sie nicht mit dem Schulleiter und mit Professor Weasley sprechen? Wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen. Imelda Reyes. So. Ausrüstungsplätze sind voll. Oh. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Alles klar, Mutti. Acht dich mal. Ich habe die Tasten vertauscht, okay. Glacius. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Glacius ist doch auch wieder so ein... Confrito! Ups. Ein Talentpunkt. Confringo, Expelliarmus. Ah, hier. Nee, warte. Na bitte! Sie lernen schnell! Glacius ist ein Kontrollzauber, der die Gegner an Ort und Stelle einfrieren. Okay, das ist cool. So. Trotz alledem. Gefällt mir das ganz gut. So. Das war doch schon mal ein erfolgreicher Start. Ich werde jetzt nochmal zurück nach Hogsmeade gehen. Einfach um nochmal ein paar Sachen zu verkaufen. Und vielleicht kriege ich ja noch irgendwo Trollpopel gekauft. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich
darin vorzukommen. Ach ja. Die hat immer einen schönen Spruch auf Lager. Ich mag die. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, das ist doch kein Problem. So, alles, was gleichwertig oder niedriger ist, kann weg. Gut. Vollpopel. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So, ich habe keine Ahnung, woher ich die her habe, aber ich hinterfrage es auch nicht, wo er die her hat. Vielleicht hat er ja einen Troll höflich gefragt. Oh, hallo. Könnte ich mal bitte deinen Nasennebenhöhlen freiräumen? Wenn ich ein Troll wäre und mich das ein Zauberer fragen würde, hätte ich kein Problem damit. So, Garliks Aufgabe. Vemosa. Donnergebräu. Ja, aber dafür muss ich noch mal in einen der Geheimräume. So. Interagieren. Enduros-Trank, Maxima-Trank, Unsichtbarkeitstrank, Donnergebräu. Für was brauchte ich jetzt die Trollpopel? Ich meine, es ist schön, dass es relativ schnell geht. Aber... So, wollen wir mal gucken. Donnergebräu. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnergebräu. Habe ich das nicht? Donnergebräu, Frucht der Schrumpf. Schrumpelfeige. Ja, hab ich doch. So, Schrumpelfeige. Diptan, Malvenkraut. Okay, da kann ich nicht viel machen. Schrumpelfeige. Ich will nur mal gucken, ob ich das vielleicht bei dem kaufen kann. Vielleicht gehe ich mal nach Hogsmeade und guck mal, dass ich ein paar Samen von dem hole hier hin. So, was haben wir denn hier? Willkommen, immer herein. Wo war ich gerade? Samenpäckchen. Knöterichsamen, Malvenkraut, Schrumpelfeige, hier haben wir es doch. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Du, weißt du was? Es ist mir eigentlich egal, ich kaufe einfach alles. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Das sind sie auch nicht, das stimmt schon. So, dann gehen wir nochmal in den Raum der Wünsche. So, dann kann ich nämlich hier ein bisschen mehr machen.
Ah nee, ich muss hier erstmal die Schrumpel feigen hier. Untersuchen. Topf leeren. Was haben wir hier? Malvenkraut, Diptram, Nöterich. Falsche Topfgröße. Ich will zwar nichts sagen, aber... das Gefühl, dass es kritisch wird. So, dann muss ich das aber anders da machen. Dann muss ich mal gucken, ob ich das mal hole. Ich brauche einen größeren Pflanztopf. Die Frage ist, wo kriege ich den Shit her? Ich will erstmal zu dem hier gehen. Vielleicht kann er es mir zur Not verkaufen. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Straßenköterfell, Hauben hüpfender Giftpilze, Blutegelsaft, Spinnfangzahn, Florfliegen, Sumpfknattlerzunge, Eier der Aschwinderin, nee, Fokustrank, Donnergebrochen, 1000? Au. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis au. Bald. Au, 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 au. Das ist jetzt ärgerlich. Kann ich nicht irgendeinen Saft, einen Trank oder so verkaufen? Ich meine, es sind wirklich nicht viel, ist nicht viel Money. Es ist nicht viel Kohle, was uns fehlt. Ich habe da jetzt auch keine Lust. Doch noch was. Boah, komm schon, wirklich. Dass ich hier nicht springen kann. Finde ich gut. Ja, gar nichts machen. Das ist schwach. Das war jetzt wirklich schwach. Reveal. Gut. Das sollte mir aber genau das geben, was ich brauche. Ich hätte vielleicht mal lernen, mit meinem Geld ein wenig auszuhalten. Wer ist denn nicht hier? Ja. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, ist ja kein Problem. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, Donnergebräu. Ich beschaffe und teste ein Donnergebräu. Warum kann ich denn kein Bierchen? Nee. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum. Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Ja, ja, jetzt gehe ich auf den Sack. Ich hab doch schon. Felder zu prüfen.
So, dann muss ich mal gucken, wo ich was finde. Nicht so schnell! Oh, Mädel, wenn du wüsstest hier. So, das ist der Bahnhof. Gibt es hier nicht irgendwo ein paar Gegner? Check. Kein Zugriff mit Besen oder Reittier. Ah, ich kann nicht überall fliegen, okay. Ah, weil ich Hogsmeade betrete. Ja, verstehe. In Städten ist Fliegen verboten. Rebellion. Schokofrösche. Oh, die sind auch bestimmt voll lecker. Warum kann ich hier... Achso, ja. Stehe ich jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade... Hä? Ich weiß, was das... Das ist teleportieren. Ich will doch einfach nur gucken, wo ich ein paar Gegner finde. Das ist ein scheiß Donnertrank. Ausprobieren kann. Das ist doch dieser Bahnhof. Der Bahnhof ist mir relativ egal. So, dann will ich mal gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Muss ich dafür näher sein? Ich glaube generell ist Gegner gerade ein bisschen schwierig zu finden. Das ist. Ja, das ist ein Fluffelmuffel. Da passiert nicht viel. Da habe ich auch Gegner gefunden. Übertrieben. Hier unser Professor Sharp zurück. Das ist doch gut. Ah, schön. Also optisch, ob man nun Harry Potter Freund ist oder nicht, sage ich ganz ehrlich, optisch ist man einfach. Dieses Spiel ist schon schick. Dies ist schon schick. Ich meine, ich hätte mich auch teleportieren können, aber... So, mal zum Professor.
nicht. Revelio. Wer ist denn jetzt gerade verschwunden? Na komm, ist egal. Warum hat er mich gerade angegriffen? Haben Sie die Aufgaben erledigt? Na klar. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Warum? Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Ach, Quatsch. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Sehr gut. Es scheint. Findo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. So, das ist für unterwegs, würde ich sagen. Defindo. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Nicht schlecht. Das ist wohl kaum der richtige Ort dafür. Hast du eben gerade gesagt, ich soll das machen? Rebellion. Erst hat er gesagt, ich soll es machen und jetzt nicht, oder was? Ach hier. Defindo. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Gut. Ist doch schon mal super. So, das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.